guten Dingen. Boah, wie das aussieht. Öllampe. Muss ich da jetzt im Dunkeln runter? Na gut. Griff. Krähe. Krähe. Schwarze Krähe brauchen wir, die neben einem Grab liegt. Blutfleck. Hier unten sind keine Gräber mehr. Wo ist diese Krähe hier? Wieso hat die Blut? Alles irgendwie sehr strange. Holy shit. Ja gut, ich dachte nicht, dass das ein halbes Horrorspiel ist. Here lies my beloved wife, Emmett's Thundergrip. Und das ist wohl Herr Thundergrip. Schätze ich mal. Oh, Alter, ich hab Gänsehaut. Ein Dolch. Stochen mit einem... Nee, das ist nicht Van de Grief. Ist das nicht Onkel Chad, wie der hieß? Todesursache. Brustwunde. Kein Blut. Postmortal. Schnitt im Gesicht. Seicht. Geringe Blutung. Blutstreifen. Rückenwunde. Ein Angreifer. Mehr Angreifer. Das Siegel. Jetzt müssen wir also hier die Geschichte vervollständigen. Pinsel, Eimer, Krähenkadaver, Blut als Farbe. Ritualkrähe getötet, aufgeschnitten mit Messer, durch Skalpell.
glaube, wir haben schon alles. Ja. Spiel ist ziemlich crazy, finde ich. Okay, sie sind hier runtergegangen. Alle zusammen. Er hatte wahrscheinlich, wie es aussieht, schon irgendwie was im Gesicht. Eine Wunde. Sieht mir fast so aus. Hier sind bloß die beiden. Hier sind auch bloß die beiden. Sie haben offensichtlich jemanden gesucht. Scheint zumindest so. Chronologie markieren. Ich hätte jetzt gesagt, das ist die 3. Das ist die 4. Die 5. Und dann 1, 2. Drei, vier, fünf. So kommt zumindest für mich so hin. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. The hell's going on? Oder ist das vielleicht die 5? Könnte natürlich auch sein, dass das die 5 ist. Dass sie hier rauskommt, nachdem schon alles passiert ist. Oder die 1. Dann wäre das 1. 2, 3, 4, 5. Vielleicht? Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Stimmt wahrscheinlich auch nicht, oder? Das hier muss eigentlich die 5 sein. So. Die zwei gehören sicher zusammen. Is putting our boy in that crypt and breaking him up, giving him to the sleeper forever. Chad, let me. Bin ich einfach bloß doof oder habe ich keine Ahnung? Wahrscheinlich beides. Also die 1 muss stimmen, das kann ich nicht mehr ändern.
Das ist... Okay, das ist er. Ich hätte halt schon gesagt, dass jetzt die zwei sein muss. Aber stimmt ja nicht. Die müssen eigentlich nacheinander kommen. Und hier ist bloß sie. Okay, er... Der Glatzköpfige, glaube ich, Chad. Möchte den Vater oder Onkel umbringen? Eins von beiden. Okay, dann... Kann schon sein, dass es die zwei ist. Ich finde das echt schwierig, das zuzuordnen. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Ich glaube, ich stand immer noch nicht. Chad, let me... Und hier sind bloß die Zeit. I don't know, sorry. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Aber sie laufen halt auch in diese Richtung. Und nicht nach hier drüben. The hell's going on. Where's... Wahrscheinlich ist das die 5. So, der letzte, weil das ist ja jemand anders. So, 1. Zwei, drei, vier. Habe ich das nicht schon probiert? Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to... Ach so, nee. Ich glaube, ich hab's. Chad mauert gerade das Zeug zu. Sie finden ihn, also muss das da drüben die 2 sein. 4, dann 5. Ja. Das hier muss die 2 sein, weil sie finden ihn, wie er gerade das Krypto hier zumauern möchte. Und flagrant hier erwischen sie ihn. Sie redet auf ihn ein, schlägt ihn wahrscheinlich schon mit einem Ziegel. Gehen sie da drüben hin, bringen ihn um und dann ist sie auf dem Rückweg. So, wahrscheinlich so. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. You know this is wrong! Chad, finish those bricks before he wakes up. Ah, my eye! Chad, let me see it! Get the hell away from me! That's stupid. You should have been helping! Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Crazy.
Eigentlich hat sich die ganze Familie wahrscheinlich gegenseitig umgebracht. Eine nach dem anderen. Und das nun? Ethan. Wegen diesem Schläfer, wie sie ihn nennen. Ich glaube, das ist die ganze Geschichte am Schluss. Und das ist jetzt schon die zweite Person, die tot ist, außer Familie. Und ich denke mal... It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Alter. Die Familie ist halt echt krank. Es bringen sich alle gegenseitig um. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. But I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Does death bring peace or suffering? Would you prefer anonymity over notoriety? Do you feel victory when your words cause pain? Was passiert hier bitte? Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zu Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst. Und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschungen verliere. Ich meine es nicht so, und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel, mein kostbares Börnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Okay. Hm.
Wurde hier Ethan geboren, oder wie? Und wo bin ich jetzt? Hä? Wo hat mich diese Stimme hingeführt? Ich glaube, hier unten mir irgendwo ist dieser Tunnel. Den ich eigentlich gehen wollte. Und die wir ja nehmen müssen. Wie wir ja jetzt erfahren haben. Das Spiel ist echt crazy. Die Familie völlig verrückt. Stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things, memories without homes. Rechts. Ich denke mal, das führt wieder zum gleichen Ort. Schätze ich mal wieder einfach so ein. Schon. Schwer zu sagen. Betritt eine Höhle, die wir betreten könnten. Und hier unten ist die Mine, die zu ist wahrscheinlich. Ja. Es gibt wieder ein schönes Thumbnail. Dann müsst ihr dort durch dieses kleine Kriechloch. Allerdings führt hier links ja noch ein Weg weiter hinauf, den ich mir auch mal etwas anschauen möchte. Oder geht's hier bloß wieder weiter? What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet. Headed for some bright blade of memory they'll never reach. Soll ich jetzt dort hinuntergehen? Oder nicht? Diesem Weg weiter folgen oder nicht? Wahrscheinlich führt er bloß hier zurück. Ich glaube fast, das ist wirklich so. Von daher krieche ich doch mal in dieses Loch hinein. Und
hoffe mal nicht, dass diese Minen noch mehr Schreckliches ans Licht bringen. Wird wahrscheinlich der Fall sein, wenn ich diese Familie so sehe. Daher, let's go.